Hallo Freunde, hallo YouTube. Vor euch habt ihr drei Messer der Firma W. R. Case & Sons Cutlery liegen. Es soll heute um dieses Messer hier gehen, das mit den orangenen Griffschalen. Ich habe jetzt nur mal oben zum Größenvergleich hier das Tribal und das Copperlock aufgebaut, dass man eine Übersicht bekommt, wie klein bzw. wie groß dieses Messer ausfällt. Ich lege die drei Messer jetzt hier weg. Zu jedem Messer gibt es von mir ein einzelnes Review auf meinem Kanal. Wie gesagt, das hier ist das Tribal, das habe ich unlängst reviewt. Und das hier ist das Copperlock, habe ich auch in Review drüber gemacht. Was dieses Messer jetzt nicht nur von der Größe von den anderen unterscheidet, dieses Messer hier ist ein Zweiklingenmesser und das möchte ich jetzt euch ein bisschen näher vorstellen. Case nennt dieses Messer Peanut, was sich auch in der Größe widerspiegelt, also es hat so ungefähr die Größe von einer Erdnuss. Das darf man sich jetzt nicht die einzelne Nuss vorstellen, sondern quasi die Nuss mit ihrer natürlichen Verpackung, also ungefähr so die Größe von einer Erdnuss, die man vorm Verzehr noch zu schälen hat. Delrin-Griffschalen. Delrin, ich sage jetzt ganz einfach einmal Kunststoffgriffschalen dazu. Hier in Orange gehalten, gibt es noch mit anderen Einfärbungen. Was mir gut gefallen hat, ein kleines Messer. Das hier ist sehr solide verarbeitet. Apropos solide Verarbeitung, bei Case sollte man ein bisschen aufpassen. Es sind halt nichtsdestotrotz massenware Messer. Und da kann ab und zu schon ein bisschen, die Qualität ein bisschen hapern, Spaltmaße, Verarbeitung. Ich habe jetzt hier über den Händler meines Vertrauens in der E-Bucht Glück gehabt und habe ein recht akzeptables Messer von der Firma Case bekommen. Und wie gesagt, ein zwei Klingenmesser. Hier haben wir eine, ich sage jetzt mal, Hechtklinge dazu mit so circa 4,5 cm Klinge. So die ganze Klingenlänge dürfte ich so mit 5 cm ausmachen. Schärfe, ich weiß nicht, ob ihr seht, angeschliffen kam es halt wieder üblich mit Case einmal durch den Schleifapparat durchgezogen und mit einer ziemlich groben Phasenstruktur, sage ich jetzt mal. Meinen Ansprüchen hat es nicht genügt. Ich habe es noch ab und zu, oder die beiden Klingen, nicht ab und zu, sondern die beiden Klingen noch über den belgischen Brocken gezogen. Und dann hatte es sich wieder mit dem, mit der Schärfe oder meinem Schärfebefinden. Die Klingen sind aus, es gibt halt ein Stainless Steel, also aus normalem rostfreien Stahl. Rockwell dürfte so 57, 58 sein, also die Klingen lassen sich sehr gut wieder auf Schärfe bringen, sind ich sage es mal so ähnlich gehärtet wie der Opinel Stahl, also Schärfe, die wieder auf Schärfe zu bringen, dürfte keine Schwierigkeiten darstellen. Hier eine Hechtklinge. Dieser Hechtklinge gegenüber sitzt so eine, ich sage es mal, Pen-Klinge für Bleistift, Pen-Pencil-Klinge, so mit Gesamtlänge 4,5 cm, geschärfter Teil so 3,9 cm oder 4 cm, so zum, falls es noch jemand kennt, zum Bleistifte anspitzen. Eine kleine Arbeitsklinge. Mache ich mal beide auf.
Also die Klingen sitzen auf der gleichen Achse. Hier seht ihr den, ja, den Messingliner und ist wieder solide Konstruktion, also nichts ausgefräst, zwecks Gewichtersparnis, was bei diesem Messer auch irgendwie, wie soll man sagen, nicht nötig wäre. Wieder mit Edelstahlbacken oder Neusilberbacken verarbeitet, dreimal genietet. Hier oben ist es gut, ja, gut poliert. Hier sitzen ja die Klingen auch auf der Niete. Also so ein richtiges kleines Taschenmesser. Und bei dem Alter der Firma dürfte so ein Taschenmesser auch schon, ich sag's jetzt mal so ein bisschen, ja, sentimental, dürfte so ein Taschenmesser bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn auch schon in der Hosentasche gewesen sein. Ziemlich leichtes Messer, so ungefähr 30 Gramm seid ihr dabei. Zur Größenbestimmung dieses Peanut, dieses kleinen Peanuts, noch einmal ein Schweizer Taschenmesser hinzu. Das ist jetzt ein 91 mm Schweizer Taschenmesser. Also ihr seht, das Taschenmesser ist nicht groß, trotzdem irgendwie so ein Klassiker für die, sag ich es mal, für die fünfte Jeans-Tasche. Freilich ein Messer, wo man keine, ja, gewaltigen Arbeiten mitmachen kann, sondern ein immer dabei haben Messer, so ein Notfespermesser. Oder falls ihr mal bei eurem Handy den Bleistift anspitzen müsst, Sarkasmus aus, hier noch eine kleine Pen-Klinge, also, und ja, so ein kleines, ja, Gentleman-Opa-Messer, sage ich jetzt mal, ein kleines Messer mit Charakter, wie gesagt, nicht für die gröbsten Arbeiten, sondern für, ja, kleine Schneidaufgaben.